Und atme tief ein in der Lieb. Und atme tief aus, exhale Lieb. Und dann noch einmal tief ein in der Lieb. Okay, dann noch einmal herzlich willkommen zu unserem Meditationsabend. So be a beautiful welcome, a big welcome to our meditation evening. Wir machen heute eine ganz klein wenig herausfordernde Kombination. So we make a combination which is a little bit challenging. Aber wenn es so klappt, wie es beschrieben ist, wird sie uns einen Raum, den Raum öffnen zwischen den Gedanken. So, but when it works as it is described, it will give us an experience of the space between the thoughts. Gleichzeitig weckt sie auf eine sehr, sehr schöne Weise die innere Energie und gibt hier eine interessante mentale Stabilität. But in a very nice way, it is actually stimulating our energies and it gives us a kind of a beautiful sense of inner stability. Lass uns schauen, was passiert. Let's see what happens. Wir bereiten uns erstmal vor mit einer ganz kurzen Atemübung. We just prepare ourselves with a very short breathing exercise. Dafür machen wir einen Feueratem. So we do a breath of fire. Falls jemand hier ist, der den Feueratem nicht kennt, erkläre ich das kurz. If there should be somebody who is maybe not familiar with breath of fire, we'll shortly explain it. Beim Feueratem fokussierst du dich nur auf den Ausatem. With the breath of fire, you only focus on the exhale. Du ziehst den Nabel ein und feuerst aus. So you pull the navel in and you fire out. Wenn du entspannst, kommt der Atem automatisch rein. No? When you relax, the inhale happens automatically. Und jetzt nimmst du Daumen und Zeigefinger. And now you take the thumb in the index. Und du fängst an, machst den ersten Feueratem durch das linke Nasenloch. And you start doing the first breath of fire through the left. Und dann wechselst du in den, this way you switch. Augen geschlossen, eyes are closed.
legt die Hand, linke Hand aufs Herz, put left on the heart. Dann atme tief an in der Deep. Nimm die Hände runter, take your hands down. Und pump dein Nabel ein und hoch. Pump your navel in and up. Atme aus, exhale. Tiefer ein, deplieren. Und pump and pump it. Und atme aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Und pump wirklich gut, gut. Pump it really good. Und atme aus, exhale. Und sitz. Fühl den Nabel, vier Finger unter deinem physischen Nabel. Deinen Schwerpunkt, Kundalini-Punkt. Four fingers below your navel. Near to your spine, your Kundalini-Point or Point of Gravity. Feel that one. Fühl und lausche deinem Atem dort. Feel and listen to your breath there. Lass auch die Knie und dein Becken schwer werden. Let also your knees and your pelvis become a little bit heavy. Genieß diesen kleinen Energieschub and just enjoy this little, let's say, energy push. Wundervoll. Das kannst du immer machen, wenn du mal kurz ein bisschen Energie brauchst. This you can always do when you need a little bit of energy. Okay. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit unter dem Nabel. Stay with your attention below your navel. Ich spiele jetzt einen Trommelrhythmus. Dazu chantest du Har. I will play a drum rhythm and with this you will say Har. Har. Beweg die Energie wirklich vom unter deinem Nabel. Move the energy from below your navel. Das H ist recht soft. Die H ist kind of soft. Hr, hr, hr. Du willst das Gefühl haben, dass du den Nabel ein und ein bisschen hochziehst. You will want to have the sense that you pull in the navel in and a little bit up. Hr, 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 hr. Ja? Die Position, die ist etwas herausfordernd. So the position, it is a little bit challenging. Du kommst in dieser Position. Die Daumen sind separat, die Finger zusammen. Und es ist ein bisschen Platz zwischen deinen Fingern. There's a little bit of space between your fingers. Und das heißt, dass dieser Platz zwischen deinen Fingern, kannst ruhig Moment noch rauskommen. So, and it said that this little space between your fingers actually produces some space in your electromagnetic field of your psyche. Remember, this is what we were working with last week. Ja, dieser kleine Raum zwischen den Fingern, der kreiert in deiner Psyche diesen kleinen Zwischenraum. Und wir haben ja letztes Mal diese Kriya praktiziert, in der wir diesen Space angefangen haben zu erforschen, in which we started to actually research this kind of space. Und das soll dir die Kapazität geben,
in einer größeren Klarheit durch die Gedanken durchzuschauen. Ja? In diesen Space, in dem die Gedanken stattfinden und diese Momente von Stille zwischen den einzelnen Impulsen deines Minds wahrzunehmen. And this is supposed to basically give you the sense of the space in which the thoughts are happening and the stillness between the movements or the appearing and disappearing of the thoughts. Schauen wir mal, ob das stimmt. Let's see if this really will happen. Wenn das passiert, ist es fantastisch. When we reach this, it would be a really fantastic result. Ich poste ganz kurz noch ein Mantra, das wir gleich benutzen, dass du mitchantest. I just give you a mantra, which you will chant also. Dann haben wir alles vollständig, denn our practice is complete. Es ist Rakenaha, no? It will be Rakenaha. Du kommst in diese Position, you come into this position. Fühl diesen Punkt unter deinem Nabel, feel this area or this point below your navel. Du schaust auf deine Nasenspitze, you look at the tip of your nose. Schau, dass das Becken und die Knie entspannt sind, see that the pelvis and the knees are relaxed. Du bist natürlich aufgerichtet, you're naturally straight with the spine. Und beim H lässt du den Mund ganz leicht offen. When you say H, the mouth is very slightly open. R, R, R. Du bewegst nicht den Kiefer, not moving the jaw. Das ist ziemlich wichtig. That's kind of important with this. Und dann lass uns sehen. Moment lasse ich das Mikrofon an. For a moment, I leave on the microphone. R. 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 Und dann finde deinen eigenen Rhythmus. Find your own rhythm in this.
Chante weiter, please continue to chant. Und nimm den nächsten Rhythmus auf und take on the next rhythm.
Und jetzt starte Feueratem, now start breath of fire. Selbe Position, same position, Augen auf die Nasenspitze, tip of your nose. Atme ein, inhale. Und atme aus, exhale. Und beginn zu singen, start chanting. Und jetzt pfeife die Melodie. Now you whistle the Melodie. Thank you.
Dann atme tief ein in der Deep. Und dann press all deine Muskeln ab, press all your muscles. Streck deine Wirbelsäule, stretch your spine. Und Feuer aus, fade out. Tief ein, deeply in. Jetzt bring deine Hände übereinander. Now bring your hands on top of each other. Und press wieder. Press it again. Und erlaub, dass die Energie von links nach rechts, nach rechts, nach links fließt. And allow the energy to flow from left to right and right to left. Und Feuer aus, fade out. Und tiefer ein, deeply in. Dann verhak die Hände, interlock your hands und streck dich hoch ins Please Stretch Up. Und entspann, please relax. Bring die Hände in dieser Weise ineinander, bring the hands into each other like this. Die Daumen berühren sich, thumbs are touching. Und leg die Hände in den Schoß und put your hands into your lap. Und schließ deine Augen, close your eyes. Genieß für einen Moment die Öffnung, die mit dieser Praxis passiert ist. And for a moment enjoy the opening which happened with this practice. Die Schwere unter deinem Nabel, the heaviness below your navel. Leg die Zunge an den Gaumen, put the tongue on the upper palate. Und lass den Mund leicht geöffnet, and leave your mouth slightly open. Mit einem entspannten Kiefer, with a very relaxed jaw. Und erfasst diese wide offenheit. Recognize this vast openness. Sei auch deine Rückseite gewahr, be aware of the back of your body. Und in dieser Weite, in die Weite schauend, fühlend und lauschend. Listening and feeling and gazing into this vastness. Sei dir gewahr, wie Gedanken kommen und gehen. Be aware of how your thoughts come and go. Bleib in Verbindung mit deinem Becken. Stay connected with your pelvic region. Wenn du die Gedanken sein lassen kannst, ist gut. Wenn du einen Gedanken aufgreifst, dann sag kurz Waiguru. Waiguru. Yeah. So you gaze into this vastness. Whenever you catch a thought, when you pick up a thought, you just utter Waiguru. Ganz weich, very soft. Und mit diesem Murmeln des Mantras lass dich zurückfallen in die Weite. And with this uttering of the mantra, let yourself fall back into this vastness. Waiguru. Ganz kurz, very short. Ruhe in dieser Stille, der weiten Offenheit, dem Raum, in dem Gedanken, Geräusche, Wahrnehmungen geschehen. Your rest in this vast openness, the space where there are happening sounds, sensations, thoughts. Und wenn du aufgreifst, when you get involved, Waiguru. Diesen Moment klar erkennen, wenn dein Mind eng wird und zugreift. You want to feel that moment when your mind gets narrow and attaches to a thought. Es ist kein Problem, Gedanken zu haben, no? There's no problem having thoughts. Solange du dich nicht interessierst, as long as you're not interested. Wenn du interessiert bist, and when you're interested, Waiguru.
wenn du kämpfst, wenn you're fighting. Waheguru. 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 Waheguru.
Weingut. Dann atme tief ein in dein Leib. Atme tief aus und entspanne. Exhale deep and relax. Bring deine Hände zusammen, bring die Hands together. Satnam. Vielen Dank. Thanks a lot. Für die von euch, die bleiben wollen, ich habe noch eine kleine Ankündigung für those of you who want to stay. I have a little announcement. Und zwar beginnt morgen Abend, haben wir morgen Abend einen offenen Online-Workshop. So tomorrow we have an open Online-Workshop. Du kannst dich nur für einen Tag anmelden. You can with this link apply for one day. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass du alle 3 Tage dabei sein kannst. But we also have the possibility that you can participate for all 3 days. Jetzt mal schauen, ob dich das Thema interessiert. You can see if you are interested in the topic. Zwar ist es eine Arbeit, wo es darum geht, Beziehungen zu heilen. The topic is healing your relations. Und die Arbeit ist beinahe eine Verbindung aus innerer Aufstellungsarbeit mit, sagen wir mal, buddhistischen Elementen. So it's a kind of a mix of inner constellation, family constellation and Buddhist work. Also das heißt, wir nehmen uns und unsere Umgebung wie ein Mandala wahr. We take, become aware of ourselves and our surroundings like a Mandala. Und dann lernst du bestimmte Beziehungsfelder in diesem Mandala anzuschauen und in der Art, wie du deine Haltung dazu erfährst, die Energie darin zu verändern. So you learn to become aware of certain flows in the field of your relations and by changing the way you are basically holding yourself in this, you learn to release energies and tendencies in your relations. Dieses Wochenende, also diesen Mittwochwochenende, sage ich schon. Diesen Mittwoch arbeiten wir mehr mit der Familie. Im Juli arbeiten wir mehr mit persönlichen Beziehungen, das heißt Partnerschaften und oder Freundschaften. Und im September schauen wir in die Richtung von Erfolg. Ja? So, this Wednesday we look into our family. And in July we look more into our personal relations, partnership. And in the September we're going to look into the field of our work or business. Ich denke, das wird spannend. I think that will be very interesting. Wir haben das in einem Retreat schon benutzt und es war wirklich effektiv. We worked with this in a retreat and it was really effective. Und es gibt Aufzeichnungen. Ne? Wenn du morgen nicht kannst, kannst du es dir in der Aufzeichnung anschauen. So, if you're not possible tomorrow, you can also experience this in a recording. Du kannst diese Aufnahme dann auch benutzen, um, sagen wir, wenn du dich jetzt mehr dazu entscheidest, zum Beispiel mit der Linie der Mutter zu arbeiten, dann könntest du mit der Aufzeichnung dir noch die männliche Linie anschauen und vielleicht noch weiter zurückgehen und so weiter. Ne? So, depending on what you decide, for example, if you decide tomorrow you work more with the lineage of the mother, then with the recording you can also look into the lineage with the father and so on and so forth.
Das ist ein ganz spannendes System. It's a kind of an interesting system oder ein interessanter Ansatz, very interesting approach. Vielleicht sehen wir uns morgen, maybe we meet tomorrow, ansonsten nächste Woche, if not next week. Für ein paar von euch, ich bin im Juli zum ersten Mal seit langem wieder in Bielefeld, Paderborn bei der Dagmar. So for those of you who maybe know are from the area, in 2 weeks I'm with again in the area of Bielefeld, Paderborn, working with Dagmar. Wie auch immer, wo auch immer, habt einen fantastischen Abend, have a fantastic day, evening. Vielleicht willst du jetzt noch ein Spiel schauen, maybe you now want to watch another game. Okay. Bis bald, see you soon. 's heute nicht um 9 noch eins? Gibt doch noch eins um 9, oder? Der ist wohl nicht 9, ne? Bis dann. Ciao. Nope. Ich weiß ja nicht so bescheiden, I'm not so educated about that. Bis dahin, mach's gut.